Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Willkommen hier im Estadio Santiago Bernabeu, wo das Wetter heute wirklich prächtig ist. Am Mikrofon sind wieder einmal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und das ist einfach ein Spiel, das eine Menge verspricht. Ich bin sicher, das verspricht einiges. Denn das ist ja auf jeden Fall ein wirklich reizvolles Duell zwischen diesen beiden Clubs. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Das ist die Aufstellung von Real Madrid. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Sergio Ramos spielt neben Rafael Varane in der Abwehr. Luka Modric steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Toni Kroos. Con el 9, Karim Benzema. Y con el 11, Asensio. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Alexandro spielt mit Danilo in der Verteidigung. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Noch immer ist ja nicht ganz klar, wie der Bau des riesigen Estadio Santiago Bernabeu im Jahr 1944 überhaupt gelingen konnte. Ja, treibende Kraft war damals die namensgebende Clublegende Santiago Bernabeu, auch wenn das Stadion selbst erst einige Jahre später nach ihm benannt wurde. Casemiro. Jetzt Modric. Varane hat den Ball. Modric am Ball. Marco Asensio. Das ist Marco Asensio. Modric. Nun Varane. Buschi, mal kurz zu Cristiano Ronaldo. Was traust du ihm heute zu? 29 Tore hat er in der Liga jetzt schon erzielt. Ein unfassbarer Wert. Cuadrado. Rodrigo Betancourt. Da haben wir Morata. Matthijs de Ligt. Jetzt Danilo. Am Ball jetzt de Ligt. Das ist de Ligt. Matthijs de Ligt. Und Danilo. Am Ball jetzt De Ligt. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Toni Kroos. Asensio. Toni Kroos. Da geht er gut in den Zweikampf. Real Madrid war in der Vergangenheit immer wieder ein gutes Pflaster, auch für deutsche Spieler. Und das ist ja immer noch so. Da haben schon einige deutsche Legenden gespielt. Breitner, Netzer, Ilkner, Schuster, Stielicke, Özil. Das ist eine Wahnsinnsliste. Und einen dürfen wir natürlich ganz und gar nicht vergessen, Toni Kroos. Modric am Ball. Ja, mit viel Übersicht. Und die Balleroberung, wichtig. Morata. Da, mit viel Übersicht.
Jetzt der Vorstoß. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Rabiot. Chance zur Führung. Geblockt von Ramos. Das könnte gefährlich werden. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Rodrigo Betancourt. Sie lassen den Ball hier gut laufen. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Kein leichtes Spiel heute für Real Madrid. Deine Einschätzung, Muschi? Ich stimme dir zu, Wolf. Sie müssen auf jeden Fall eine Top-Leistung abrufen, wenn hier was gehen soll. Modric mit dem Zuspiel landet beim Gegner. Rodrigo Betancourt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Rabiot. Rodrigo Betancourt. Rabiot. Da hat er die Chance. Casemiro. Benzema jetzt am Ball. Groß. Der Block von Chiellini. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Benzema verwandelt den Elfer. Ab in den Winkel mit diesem Strafstoß, da sehen wir es nochmal. Das ahnt der Torhüter zwar, aber da ist dann nichts zu halten. Real geht hier in Führung. Marca el Madrid. Con el 9, Karim Benzema. Und Chiellini. Rodrigo Betancourt. Rabiot. Das ist Alexandro. Jetzt Alexandro. Rabiot. Karim Benzema. Groß. Spielt wieder auf Benzema. Asensio. Gut gemacht, gutes Tackling. Rabiot. Ball bei Cuadrado. Casemiro. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Wie lautet dein Kommentar bisher zu Benzema? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Durchgang 2 läuft. Rabiot. Rodrigo Betancourt. Es wird nicht besser. Sie reagieren immer noch auf jeden seiner Ballkontakte. Und Ronaldo. Rodrigo Betancourt. Jetzt können Sie den Ball reinbringen.
Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Und selbst in der Wiederholung ist das schwer zu sehen, aber ich denke, er lag richtig. Real Madrids Ballbesitzquote im heutigen Spiel lässt durchaus zu wünschen übrig. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Und Ronaldo. Morata. Rodrigo Betancourt, Rabiot, guter Pass, Pass auf Cristiano Ronaldo. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Rodrigo Betancourt. Den Ball holt er, gut verteidigt. Modric am Ball. Und jetzt vielleicht mal Real Madrid. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Nur noch der Torwart vor sich. Cristiano Ronaldo. Konter, Tor, so einfach geht's. Es hat alles gestimmt in dieser Szene, ein herrlicher Treffer. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Equipo visitante, para que no se diga, con el 7, Ronaldo. Modric am Ball. Das ist Varane. Jetzt Kroos. Casemiro. Die Gäste werden wechseln. Karim Benzema jetzt. Jetzt Casemiro. Benzema. Jetzt Sergio Ramos. Benzema mit dem Ball jetzt. Benzema verliert den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Morata macht das Tor. Er ist einfach ein überragender Spieler und hier hat man es wieder gesehen. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Klasse Einsatz. Nun Kroos. Da ist Benzema. Ja, guter Pass.
Schade, Ball ist weg. Den Ball will er nicht hergeben. Sie haben den Ball erobert. Da muss er hin und holt sich den Ball. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Jetzt können wir uns das Führungstor gerne noch mal anschauen. Da geht er links ins Tor, ein klasse Schuss mit viel Power. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt noch mal mit einer Auswechslung. Ecke kommt. Einwurf jetzt. Chance zur Flanke jetzt. Es gibt Einwurf. Rabiot. Federico Chiesa verteidigt erstmal den Ballbesitz. Was für eine Parade von Courtois. Weltklasse. Also das können nicht viele. Sie können hier jetzt den Deckel drauf machen bei dieser Ecke. Der Ball kommt rein. Auf der Linie gerettet. Ganz stark gemacht. Und das war so knapp. Wahnsinn. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Was für eine Aktion war das gerade? Sie kratzen den Ball gerade noch von der Linie. Das wäre die Entscheidung gewesen. Chance zum Konter jetzt. Ja, Madrid, ja, das ist gefährlich. Oh, das könnte was werden. Der Ausgleich. Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Vielleicht bekommen sie jetzt noch eine Chance. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Ferland Mendy. Luka Modric jetzt. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Toni Kroos. Modric hat den Ball. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Den Ball kann er abfangen. Alexandro, jetzt. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen.